Bitter Tabak 2016 am Messestand von Kohlhaas und Kopp. Gesprächspartner Jochen Attix. Herr Attix, ich freue mich, Sie wieder hier vor der Kamera zu haben. Und die Firma Kohlhaas hat ja im Vorfeld eine ganze Menge attraktiver Produkte angekündigt, die den Fachhandel jetzt erreichen werden. Mit dem Fachhandel wahrscheinlich auch hier reichlich diskutiert wurden. Wir machen mit Ihnen so eine kleine Rundreise wieder durch die absoluten Highlights. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten nach Afrika. Genau, dieses Jahr ist unser Motto Afrika, der schwarze Kontinent, dem wir sozusagen diesen Jahrestabak 2017 gewidmet haben. Und deswegen haben wir natürlich auch ein Afrika-typisches Gewürz genommen, was eigentlich in der Spitzengastronomie eher zum Einsatz kommt. Und zwar ist es die Tonka-Bohne, die im Essen vanillig rüberkommt oder primär in den Nachspeisen Verwendung findet und dann vanilleartige Aromen hat. Aber ergänzt wird das aromatisch noch durch grünen Apfel- und Grapefruit-Aromen und abgerundet mit etwas Benediktinenlikör. Die Tabake selbst, die zum Einsatz kommen, sind Virginia und Black Cavendish. Da liegt preislich wo? 22,80 muss der Kunde für 100 Gramm berappen. Schön, also einmal Afrika, jetzt gehen wir zum ganzen Klassiker zurück, oder? Ja, wie die Messe ja immer am Ende des Jahres stattfindet, bereiten wir uns langsam auf Weihnachten vor. Das heißt, wir bieten dieses Jahr wieder mal unsere traditionell sehr guten und erfolgreichen Weihnachtstabake an, von Kohlhaase selbst, aber auch von Rattray. Und diese Tabake werden traditionell natürlich immer mit weihnachtlichen Aromen versehen, wie zum Beispiel Waffel, Zimt, Nelken und Orange, Punsch. All das findet sich quasi in diesen beiden Sorten wieder, die auch von den Tabaken her wieder mit den traditionellen Virginia Cavendish Tabaken vermengt sind, aber auch etwas Burley oder bei dem Kohlhaase Tabak Perique sogar zum Einsatz kommt. Die beiden Tabake sind auch etwas günstiger, die liegen bei 21,40 pro Dose. Schön. Also das waren die zwei Highlights im Tabakbereich. Es gibt natürlich noch andere, die Sie mit zur Messe gebracht haben im Tabakbereich. Ja, wir haben aber noch eine interessante Sache, und zwar ist das eine neue Dunnel-Linie, sprich Dunnel-Pfeifentabak, drei verschiedene Dunnel-Pfeifentabake, die neu auf den Markt gekommen sind, wobei man sagen muss, dass diese Tabake schon mal auf dem Markt waren, und zwar 1915, 1971 und Ende der 60er Jahre. Also man hat quasi ein Relaunch alter Mischungen vorgenommen bei Dunhill. Und diese Tabake sind eigentlich deshalb interessant, weil sie nicht mit Latakia vermischt sind, was bei Dunhill häufig vorkommt, sondern primär es sich um Virginia-Tabake handelt. Also Virginia, auch ein bisschen Perique kommt vor. Und sind das letztendlich Tabake, die über den reinen Tabak letztendlich den Geschmack transportieren und nicht so sehr über eine Saucierung. Also sehr lecker für die Freunde, die es naturrein mögen. Das war die Tabakwelt für Kohlhaase und Kopp 2016. Und jetzt orientieren wir uns noch ein bisschen Richtung Zigarre. Wir können jetzt Richtung Zigarre gehen, und da schlage ich vor, wir fangen mal mit Santa Damiana an, mit einem sehr interessanten neuen Produkt. Okay, dann machen wir das so. Danke. So, Around the World bei Kohlhaase und Kopp, jetzt in der Zigarrenwelt angekommen und da bei der Santa Damiana, ein Klassiker im Zigarrenbereich, in Ihrem Haus auch fest etabliert und jetzt mit einer neuen Linie. Genau, besser gesagt mit einem neuen Format, nicht so sehr eine Linie, sondern ein Format, und zwar eine Edition Especial Imperialis, also ein herrschaftlich klingender Name für ein herrschaftliches Format. Wir haben nämlich ein Perfecto-Format jetzt im Sortiment. Es ist eine limitierte Edition, wie bereits gesagt, aber ein Perfecto-Format gab es in der Form bei Santa Damiana noch nicht. Ich kann leider noch nichts dazu sagen, wie sie schmeckt, weil ich sie noch nicht geraucht habe, aber erfahrungsgemäß ist es so, weil der Blend der traditionelle Santa Damiana Blend ist, den man auch in der gelben Linie, möchte ich mal so formulieren, kennt. Bedingt durch dieses Format, was an beiden Enden spitz zuläuft oder sich konisch verjüngt, entsteht ein anderes Rauchverhalten. Das heißt, wenn man die Spitze anzündet, dann hat man erst das Gefühl oder kann das Gefühl haben, dass die Zigarre vielleicht nicht zieht.
Und dann öffnet sie sich, also wenn sozusagen der ganze Durchmesser in Brand geraten ist. Und zum Ende hin kommt es wieder zu einer Konzentration des Rauchstroms, was letztendlich geschmacklich sich anders darstellt, als wenn man eine Robusto oder Corona raucht. Bin mal gespannt, ob dieses Experiment bei den Kunden ankommt. Das ist ein neues Format, keine neue Serie, muss ich mich berichtigen. Und das Format kostet? 9,80 Euro pro Stück in einer 10er-Kiste, also 98 Euro. Könnte für den geneigten Connoisseur durchaus bezahlbar sein. Moderater Preis. Mit dem moderaten Preis gehen wir gleich zum nächsten Produkt. Ja, ich will noch kurz zum Preis was sagen. Es ist zwar jetzt nicht ganz günstig, aber auch nicht überteuert. Man muss nur mal wieder feststellen oder festhalten, dass so ein Format zu rollen eigentlich nur den besten Rollern vorbehalten ist, weil das sehr schwierig handwerklich herzustellen ist. Und so gesehen ist 9,80 Euro, geht da völlig in Ordnung. Ist hier in der Tabak vorgestellt, geht jetzt in den Fachhandel und soll dann die Endverbraucher erreichen. Genau. Und die müssen sich dann natürlich dementsprechend ein bisschen beeilen, weil wir, ich schätze, 500 Kisten nur davon haben. So, dann geht's weiter. So, in der Kohlhausen Kopp Zigarrenwelt sind wir ein Stückchen weitergegangen. Und zwar zu einem festen Bestandteil des Vertriebskonzeptes, wenn man Kohlhausen Kopp, Distributor von Rocky Patel. Rocky Patel aktuell mit einer Jubiläumszigarre. Und Jochen Attix wird uns dazu erzählen, welche Hintergründe es da gibt. Ja, Rocky Patel ist jetzt 20 Jahre erfolgreich in dieser Branche tätig. Unermüdlich, rastlos produziert er ja neue Linien, neue Zigarren und hat jetzt sich selbst belohnt und natürlich auch unsere Kunden mit einer 20th Anniversary Zigarre, die in 5 verschiedenen Formaten kommt, preislich zwischen 8 und 12 Euro liegt. Das teuerste Format ist ein 60-Format, also vom Ringmaß sehr groß. Und das Interessante ist, dass er quasi auf 2 Mischungen zurückgegriffen hat, die er schon auf den Markt gebracht hat. Nämlich zum einen die 15th Anniversary, also das 15-jährige Jubiläum, hat er quasi, möchte ich mal sagen, vermischt mit der Mischung der Decade, die auch als Linie bereits in Deutschland erhältlich ist. Also quasi die Kombination aus 15th Anniversary und der Decade ergibt die 20th Anniversary. Es ist eine eher kräftige Zigarre, voll aromatisch, würzig, aber lässt sich sehr gut rauchen und sollte ein Versuch wert sein. Ist das eine Limited Edition? Nein, die ist fest im Sortiment. Okay, Preis haben Sie ja schon genannt. Genau. Also gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, nur noch rauchen. Genau, nur noch rauchen. Wenn es trinken wäre, würde ich sagen, nicht schnacken, Kopf in den Nacken. Okay, wir gehen noch ein Stück weiter. Ein Klassiker unter den Zigarrenproduzenten ist natürlich Dunhill. Dunhill House of London, hier natürlich auch vertreten und mit einer besonderen Edition. Ja, und zwar hat Dunhill eine Aged Maduro rausgebracht. Eine, wie ich finde, extrem gelungene Zigarre. Dunhill ist normalerweise ja bekannt durch die klassische Aged-Linie, die optisch seit Jahren im Markt ist, weiß-blau gehalten. Und hat jetzt eben diese Aged Maduro rausgebracht, die sich von der klassischen Aged dadurch unterscheidet, dass sie eben ein dunkles Deckblatt hat. Und das ist wirklich spannend an der Geschichte, denn die Einlagetabake und auch das Umblatt stammen aus dieser bereits bekannten Linie. Das heißt, die ist eigentlich sehr leicht im Geschmack, klassisch dominikanisch. Und überrollt wird sie mit einem sonnengereiften Ligero-Blatt. Und das verändert den Charakter total bei der Zigarre. Sie bekommt eine Würze, eine Tiefe, ein Aroma, was wirklich bemerkenswert ist. Und das heißt ja letztendlich, dass ein hauchdünnes Deckblatt dafür verantwortlich ist, dass der Charakter einer Zigarre letztendlich so verändert wird oder zum Ausdruck kommt erst. Also spannende Geschichte, wie ich finde. Schön ist auch, dass es nur 10er-Einheiten sind, also in der Kiste, dass der Konsument eben auch mal zugreifen kann und nicht 25 Zigarren kaufen muss, wenn er mal eine Kiste haben will. Also ich empfinde gerade nach, dass Sie die in einer angenehmen Stunde schon mal geraucht haben. Durchaus, Herr Will, richtig erkannt. Nee, ich muss sagen, also ich bin jetzt nicht so sehr auf Domingo-Zigarren, aber diese ist wirklich bemerkenswert, weil sie eine Kraft hat, eine Aromatik, die man sonst bei Domingos eben so nicht findet. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und die liegt preislich wo? Zwischen 8 und 9 Euro
Die Aged Maduro gibt es in wie vielen Formaten? Also die ganze Linie besteht aus 3 verschiedenen Formaten und kommt in 10er-Kisten. Okay, also das war Daniel, House of London. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir zur Flor de Selva. So, wir sind ein Stückchen weitergezogen am Stand von Kohlhaas & Kopp. Und ja, dieser Stand wird beherrscht, oder dieser Standteil wird beherrscht von der Grand Dame der Zigarrenwelt, von Maya Selva, den Produkten von Maya Selva. Und allerdings, Sie werden uns noch ein bisschen was erklären können, erzählen können zu den Produkten, die Maya in diesem Jahr auf den Markt gebracht hat und speziell, was wir jetzt hier bei Ihnen am Stand sehen. Ja, durchaus. Also auch Maya Selva ist inzwischen 20 Jahre im Business, hat auch eine Jubiläumszigarre kreiert, nämlich die 20th Flor de Selva, möchte ich mal sagen, die in 4 verschiedenen Formaten kommt. Es sich um einen reinen Puro handelt, sprich alle 3 Bestandteile, Deckblatt, Einlage, Umblatt, sind aus Honduras. Und ja, wenn ich diese Zigarre quasi blind verkostet hätte, hätte ich nicht gedacht oder wäre nicht auf die Idee gekommen, dass es sich um eine Flor de Selva Zigarre handelt. Die klassische Flor de Selva ist eine eher milde, leichte Zigarre. Und diese Zigarre, die hat wirklich tiefe Ausdruck und Kraft bekommen. Also sie ist nicht overpowered, wie man so sagt, aber sehr ausgewogen und wirklich ein geschmackliches Highlight auf dieser Messe für uns, muss ich sagen. Und ich habe sie auch schon diversen Kunden empfohlen bzw. probieren lassen. Und die haben genau das bestätigt, was ich gesagt habe. Diese Zigarre fängt interessanterweise sehr pfeffrig an in den kleineren Formaten, wo ich gedacht habe, na, wie geht das wohl weiter? Und auf einmal, nach 1 Zentimeter, wird sie total mild, cremig und wirklich ausbalanciert rund. Also muss ich sagen, Hut ab vor Maya selber. Die hat wirklich was Tolles auf den Markt gebracht. Gibt es wie viele Formaten? 4 verschiedene Formate im Bereich zwischen 7 und 9 Euro. Ja, also das hört sich doch richtig spannend an, was Maya da gebracht hat. Wurde die in den USA schon vorgestellt? Da bin ich überfragt. Ich kann aber auf eine andere Zigarre noch verweisen, die in ihrem Rücken jetzt steht. Und zwar hat Maya Selva eine Maduro-Zigarre herausgebracht. Also die Maduro-Linie von Flor de Selva war eigentlich als limitierte Edition gedacht. Ist aber aufgrund des großen Erfolgs jetzt fester Bestandteil ihrer Kollektion. Und neu herausgekommen ist ein Toro-Format, und zwar das als Box-Pressed-Version. Und das deutet eindeutig darauf hin, dass sie damit den amerikanischen Markt quasi beglücken möchte, weil Box-Pressed ist eine Sache, die in Amerika sehr erfolgreich ist. In Deutschland muss sie noch etwas ihre Liebhaber finden, aber auch diese Maduro-Zigarre ist phänomenal. Hätte ich nicht gedacht, dass das aus dem Hause selber kommt. Also kann ich durchaus für 9,40 Euro in der 10er-Box den Leuten empfehlen. Diese 10er-Boxen gibt es übrigens auch bei der Jubiläumszigarre. Also das ist für den Markt eigentlich gut, wenn es kleinere Verpackungseinheiten gibt. Und darauf hat sie auch reagiert. Wie viele Formate hier? Da ist es quasi nur die Neuerscheinung, ist dieses eine Format, dieses Box Press Toro. Insgesamt sind es aber in der Maduro-Linie inzwischen auch schon 4 Formate geworden. Okay, was haben Sie uns noch zu berichten? Wir könnten noch mal die Ashtons besuchen, die eine neue Paradiso uns kredenzen möchten. Gut, ich begrüße gleich im Paradies. Alles klar. Letzte Station am Kohlhaas & Kopp Messestand 2016 in der Gesprächsrunde mit Jochen Attix ist die Ashton bzw. die Ashton mit ihrer Linie Paradiso. Die Paradiso ist eine Zweitlinie und die kommt aus welchem Land? Die kommt aus Nicaragua und der Name Ashton taucht eigentlich nur am Boden der Kiste auf, weil es dort heißt Made by Ashton. Aber der Name Ashton ist eben rein den dominikanischen Zigarren vorbehalten und die Paradiso-Linie weist darauf hin, dass es eben das Nicaragua-Produkt ist. Und die Paradiso hat jetzt Zuwachs bekommen um die Linie Quintessenz, die aus 4 verschiedenen Formaten besteht und damit die Klassik und die Revelation-Linie ergänzt. Man muss sagen, die Classic-Linie ist die stärkste, gefolgt von der Revelation und die Quintessenz liegt so dazwischen. Es ist eine sehr ausgewogene, ausbalancierte Zigarre, die moderat im Preis ist mit 7 bis 8 Euro und auch ein recht großes Format vom Ringmaß her enthält, was interessanterweise bei der Paradiso-Linie das erfolgreichste Format ist. Also die großen Ringmaße gehen in dieser Linie wirklich am besten. Mal sehen, wie es diesmal wird.
Hört sich auch spannend an. Es hört sich eigentlich alles spannend an, was Sie heute rübergebracht haben. Und ich denke, dass der Fachhandel hier am Stand genügend Informationen bekommen hat, sich auch diese Möglichkeit nicht entgehen lassen möchte, sollte, haben sollte. Und dass der Fachhandel natürlich anschließend von Ihnen und Ihren Vertriebskollegen betreut wird, ist klar. Kommt dann 2016 noch was? Ist da noch was in petto bei Ihnen? Ja, so gesehen sind die Sachen noch nicht lieferbar alle. Also wir haben einige Produkte, die erst im November auftauchen. So gesehen kommen sie etwas verspätet. Eine Neuheit kommt jetzt am Ende dieses Jahres natürlich nicht mehr. Aber was für mich interessant war, war, dass die ersten beiden Messetage phänomenal gut waren. Also ich bin gespannt, wie jetzt der letzte Tag läuft, weil wenn das noch so bleibt, wie es war in den letzten Tagen, dann gehe ich so weit zu sagen, dass das die für mich, ich muss immer für mich sprechen in diesem Fall, die beste Messe seit bestimmt 3 Jahren war. Also man wundert sich vor dem Hintergrund dieser ganzen Rauchverbote und der ganzen Probleme, die einem von staatlicher Seite gemacht werden, wie die Nachfrage doch trotz alledem ist. Okay, dann kann ich nur Danke sagen. Ich hoffe, dass unsere Zuschauer das alles entsprechend aufnehmen, dass die Fachhändler damit entsprechend umgehen, mit ihnen im Gespräch bleiben und dass die Endverbraucher, die das auch sehen, Spaß daran haben, die Produkte im Fachhandel zu erwerben. Ich wünsche ein gutes Jahresendgeschäft, viel Spaß und alles Gute bis zum nächsten Intertabak-Gespräch. Ich freue mich schon jetzt drauf. Machen Sie es gut, Herr Will.